Ja, Leute, heute gibt es ein Reaction-Video zu einem Overnighter von meinem Kollegen Disco Pumper. Er hat da ordentlich viel erlebt. Er hatte eine unruhige Nacht. Deswegen schauen wir da auch rein. Ich hätte mir in die Hose gemacht. Er hat da durchgezogen. Und ich freue mich, was auf uns zukommt. Wir steigen auch sofort ein. Los geht's. Also, ich habe den Anfang weggelassen. Die Anfahrt und das Ganze drumherum. Er skatet die Treppe hoch in den Turm, wo er dann übernachten wird. Anscheinend war es anstrengend. Vielleicht brauchen wir noch ein Ja, hier bisschen sieht der Boden am saubersten aus. Training. Hier bin ich am weitesten entfernt. Am Aufgang. Falls hier jemand hochkommt, habe ich genügend Zeit, um zu reagieren. Na gut, dann mache ich es mir hier mal ein bisschen gemütlich. So, das werde ich auch ein Stück weit abkürzen. Da wird er seinen Lagerplatz aufbauen und seine Matratze aufpumpen und so weiter. So, mein Bett ist vorbereitet. Jetzt habe ich Hunger und mache mir mal eben was. Ich zeige euch gleich, was ich mitgenommen habe. Nicht dein Ernst, Darius. Ich habe schon gesehen im Voraus, er hat sein Essen vergessen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, so wie es aussieht, habe ich nichts zu essen mitgenommen. Genügend Wasser habe ich mit. Hauptsache Wasser. Trinken ist Ach, immer das ist gut. jetzt. Ich habe keine große Hoffnung, dass es jemand so nennt. Ja, verkackt. Richtig verkackt. Das Essen ist zu Hause geblieben. Toll. Ja, das ist wohl nicht so geil. Jetzt ist mein Essen zu Hause liegen geblieben. Ich bin etwas übereilt los. Ich war ja vorher mit Christian noch auf dem Lost Place. Gut. Härteprobe ohne Essen. Wir haben sogar Vollmond. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sieht sehr gut aus, aber bisschen Futter wäre schon gut gewesen, wahrscheinlich. Ich erinnere mich Dann genieße ich mal mein Wasser, ne? an den ersten Lost Place, den er gemacht hat. Da hat er die Taschenlampe vergessen. Ist mir auch schon passiert. Reingegangen und keine Taschenlampe. Übernachtung ohne Essen ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich habe mich schon auf das Essen gefreut. Das ist so ein Survival-Essen. Chicken und Noodles und einmal Hot Beef, noch irgendwas. Muss man sich vorstellen, wenn ich morgens aufwache, steht hier einer neben mir, das wäre was. Irgend so ein anderer Urwechsler, der hier sein Lost Place abfilmt. Auch nicht schlecht, ne? So, da will ich euch mal den Turm mal ein bisschen zeigen. So, den Turm, den machen wir jetzt auch nicht mit, den überspringen wir. Ja, wir schneiden das Ganze ein bisschen So, ich zusammen. bin jetzt bettfertig. Ich habe alles vorbereitet. Schuhe sind jetzt auch schon aus. Da ich nicht zu essen mitgenommen habe und hier kein Netz ist. Es ist gerade ziemlich langweilig und ich habe beschlossen, relativ früh zu schlafen. Wenn irgendwas ist, melde ich mich sofort. Die Lampen und so habe ich bereitgestellt. Ja, bis später, ne? Der Heiko von Reality Urbex hat ein gutes Video darüber gemacht, ob man im Lost Place alleine sein sollte. Er hatte einen Unfall dort, war schwer verletzt oder ist sogar noch schwer verletzt. Schaut euch mal das Video an, das ist echt richtig gut.
Und es bringt einem auch zum Nachdenken. Vorsicht sollte immer dabei sein, egal wie das drückt, dass man gerne rein möchte, was man was tun möchte. Aber Leute, seid vorsichtig auf Lost Places, so auch bei den Overnights, wenn ihr alleine geht. Es kann immer was vorkommen. Und genau das passiert jetzt auch, als der Disco-Pumper aufwacht nachts und dann das hört. Irgendjemand ist hier. Irgendjemand ist hier. Ich höre die ganze Zeit Stimmen. Also da geht mir ja schon die Pumpe. Was ich machen soll. Man sollte bedenken, er hat auch kein Netz vor Ort. Kann niemand anrufen. Auf jeden Fall die ganze Zeit Licht hin und her beim Eingang. Keiner weiß, wer das ist. Besser ranzukommen. Und das macht schon richtig Angst eigentlich. Oh Junge. Ich denke, ich höre auch schon Stimmen. Und es ist witzig, wenn man weiß, wer da kommt, dann ist es kein Problem. Aber wenn man es nicht weiß. Was geht ab? Ja, moin. Ich penne hier oben. Ja, wollt ihr. Ihr könnt hier ruhig hier hochkommen, das stört mich nicht. Aber ihr habt mich gerade aufgeweckt und erschrocken. Echt? Was tut uns leid? Wir haben da auch schon mal gepennt. Echt? Kommt hoch, Jungs. Ja, machen wir gleich. Das ist kein Problem, Jungs. Ach, ist auch jemand am Föhn. Na, alles klar? Wie sieht's aus? Ja, ganz gut. Tja, da kommt der Stefan. Auf einmal aufs Deck. Okay. Was gerade passiert ist. Auf einmal habe ich hier Lichter im Vorn gesehen. Irgendjemand hat es von draußen angeleuchtet, Stimmen wahrzuhören. Vielleicht habe ich sogar auf der Kamera. Und auf einmal kamen hier zwei Personen hoch. Zwei Männer. Ich war erstmal sehr erschrocken. Das ist meine erste Übernachtung alleine und da kriege ich auch immer Besuch. Und waren ganz nett. Die haben gerade einen Livestream gemacht. Der Herr war von Let's Urbex, ist ein sehr bekannter Herr, Grüße gehen raus. Ich bin der Obdachlose, der hier im Turm pennt. War sehr witzig, lustig mit den beiden. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Gut, ich werde versuchen, noch ein bisschen weiter zu schlafen. Mal gucken, wer mich hier noch besucht. Ja, das war mal eben Schrecken. Aber gut, alles gut gegangen. Und mal schauen, ob ich weiter schlafen kann. Ne? Also bis später. Also ich kann nur sagen, er hatte eine sehr unruhige Nacht. Es ist ihm mehrfach die Luft aus der Luftmatratze raus. Man sieht ihn im Hintergrund da aufpumpen. Aber auch den Part werden wir überspringen und gehen jetzt zu dem zweiten Besuch, der noch viel erschreckender ist. Oh Mann. So. Ich will jetzt kein Licht anmachen. Draußen sind mehrere Leute, die schreien rum. Ich habe Autotüren knallen hören. Verstehe ich. Also ich muss ja ehrlich sagen,
In diesen Turm komme ich nicht zum Pennen. Ich bekomme wieder Besuch. Die Stimmen werden immer lauter. Mindestens 2 bis 3 Personen. Wieder. Jo, komm her. Ich weiß nicht, ob die das hört, das hört sich ziemlich verrückt an. Stimmen im Hintergrund. Scheiße, die kommen hoch. Sitzt ja da oben fest. Das ist ein echtes Problem. Klar, die Musik verstärkt das jetzt auch noch. Das frage ich mich auch. Das habe ich gesagt. Du kannst nicht weg. So, schaut mal, wer mich besucht. Jungs, sag mal hallo. Wo kommt ihr her? Aus Delmenhorst. Delmenhorst, siehst du, ein Hoch auf Delmenhorst. Sauber, Mann. Das war ein Erlebnis. Da ist mein ganzer Schwung Jungs reingekommen. Circa 8 bis 10 Stück. Alles nette Burschen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, die hier oben waren. Sehr, sehr nette Gespräche. Gruß geht raus an Delmenhorst. Was für eine Verlangt. Langsam Geschichte. Hell. Viel könnt ihr noch nicht sehen. Wahrscheinlich gar nicht. Wie viele sind es? 2, 4, 6, 7. Unglaublich. Sagen wir mal, die Jungs wären anders drauf gewesen und du hättest nicht weggekonnt. Ich hoffe, und da komme ich wieder auf den Heiko, du hast jemand deine Adresse gegeben oder jemand hat dich dahin gefahren oder so und weiß, wo du überhaupt bist und bist nicht alleine dahin, hast einen Overnight gemacht, ohne dass jemand weiß, dass du dort bist. Das wird langsam hell. Viel könnt ihr noch nicht sehen. Wahrscheinlich gar nicht. So, dann packe ich jetzt ganz langsam zusammen. Warte, bis es ein bisschen heller wird. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Aber ich melde mich auf jeden Fall nochmal. Auch kalt, ne? So, ich bin jetzt fertig. Dieses Licht muss ich gleich noch einpacken und eine Powerbank. Hier fährt lang ein Auto lang. Ah. Dann nehme ich jetzt noch den Rest mit. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich draußen bin. Ich habe meine Nacht im Turm geschafft. Ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt breche ich auf nach Hause. 1, 2 Sachen habe ich hier noch stehen. Das Licht, das packe ich mal eben ein. Und dann freue ich mich schon auf eine Badewanne.
und was zu essen. Die Badewanne. Also, bis gleich. Wow. Die zwei Überraschungen nachts. Krasses Gelände. Ja, das war schon ein Knaller. Aber eine Erfahrung wert. Ich werde es auf jeden Fall wiederholen. Für alle, die zuschauen, das Video steht unten in der Videobeschreibung. So kommt ihr zum Video. Und natürlich den Kanal von Disco Pumper 1 oder 1, Disco Pumper 1 auch. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hilf mir bitte. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Meine Frage ist jetzt noch an euch, Leute. Was hättet ihr an seiner Stelle getan? Wie wärt ihr mit der Situation umgegangen? Hättet ihr es auch so locker genommen? Hättet ihr euch überhaupt getraut, einen Overnight zu machen? Ich nicht. Aber schreibt mir doch eure Meinung unten in die Kommentare. Den Link zu diesem Video und zum Kanal von Disco Pumper hinterlasse ich euch in der Videobeschreibung. Wenn dir die Reaction gefallen hat, dann zeig das mit dem Daumen nach oben. Und ich würde mich sehr über ein Abo von dir freuen.